Nächste Frage. Oh oh, wir müssen jetzt ganz genau achten, was wir hier sehen. Zwei Bob-Bombs, zwei rote Shy Guys und vier blaue Shy Guys. Die Zeit ist um. Jetzt meine Frage. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario hier auf Katze. Wir stecken noch in diesem Raum fest, aber Gumbario kann uns bestimmt mehr erzählen. Hey, was steht an? Nichts. Das ist nur eine Sackgasse. Völlig wertlos. Lass uns doch mal in den Raum mit den Sockeln gehen und sie genauer ansehen. Okay, das ist schon mal hilfreich. Denn wie ihr wisst, falls man im Spiel nicht weiter weiß, kann man Gumbario rufen und ihn einfach mal fragen. Der gibt einem dann wertvolle Tipps. So meint er den... Aha. Das ist ja toll. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass dieser Bereich schon offen steht. Das ist also der Trick. Also viel simpler, als ich dachte. Okay. Schlossschlüssel bekommen. Schlossschlüssel erhalten. So schnell kann das manchmal gehen. Dann geht's weiter. Und mit Gumbario erforschen wir jetzt den nächsten Bereich. Jetzt haben wir sogar den Schlüssel, um jetzt... Oh. Um jetzt durch die Tür zu kommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo diese war. Wir müssen auf jeden Fall ein Stückchen zurücklaufen. Und dann sollte auch wieder ein besonderes Event stattfinden im Spiel. Oh ja, perfekt. Hier kann ich mich gleich auffüllen. Ich war anscheinend schon aufgefüllt. Vom letzten Level ab noch. Und jetzt geht's los. Hier öffnen wir jetzt die Tür. Dann mal rein mit uns. Wo sind wir jetzt? Schaut euch das mal an. Nicht schon wieder. Wer hätte das gedacht? Weiter wirst du nicht kommen, denn ich, Pech für dich, lass dich nicht vorbei. Aber wenn du willst, gebe ich dir noch eine Chance. Du schaffst es ohnehin nicht. Willst du es wagen? Ja, klar. Das ist natürlich völlig zwecklos, aber versuch es ruhig. Das nur, weil ich ein so sanftes Herz in meiner steinernen Brust habe. War ein Witz, Wurm. Möchtest du wissen, was ich für dich vorbereitet habe? Ja, bitte. Machen wir ein kleines Quiz. Einige meiner Leute werden hier herauskommen. Deine Aufgabe ist es, dir ihre Anzahl und Farben zu merken. Anschließend musst du meine Fragen korrekt beantworten. Wir wissen beide, dass das völlig unmöglich ist. Aber wenn du 5 Fragen richtig beantwortest, darfst du passieren. Und du darfst nur 2 Fehler machen. Natürlich wirst du garantiert 3-mal daneben hauen und musst dann die Konsequenzen tragen. Los geht's! Okidoki! So, alles beobachten. Ich sehe 4 Goombas und 3 lilafarbene Koopas. Die Zeit ist um. Okay. Wir haben uns alles gemerkt. So, sag mir, wie viele Koopas hast du gesehen? 3 Stück. Und? Das ist richtig. Das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Von jetzt an wird's härter. Nächste Frage. Achtung, wir passen wieder gut auf. Ihr müsst miträtseln. 3 rote. 4 blaue, 4 grüne. Blau, grün ist 4 und rot ist 3. Okay, die Zeit ist um. So. So, von welcher Sorte gab es 3? Von den roten Shy Guys. Und das ist richtig. 2 Aufgaben haben wir schon mal richtig. Das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Von jetzt an wird's härter. Nächste Frage. Oh oh. Oh, jetzt wird's komplizierter. 2 Bomben, 2 rote Shy Guys und 4 blaue. 2, 2 und 4. Nur die blauen sind öfters dran. So, wer kam aus dem mittleren Eingang? Oh, darauf habe ich jetzt nicht so geachtet. Ich muss raten. Blau? Ich weiß es nicht. Nein, das war falsch. Okay. Falsch. Was für ein Honk.
Du wirst lernen, das Leben zu hassen, wenn du dreimal falsch antwortest, Mario. Kommen wir zur nächsten Frage. Okay, Achtung. Wir müssen jetzt auf alles achten, was man... Oh, weia! Die meisten kamen von rechts raus. Vielleicht ist es eine interessante Frage. Und die wenigsten von links. Die Zeit ist um. Okay, Achtung. So, sag mir, wie viele Goombas hast du gesehen? Oh nein, zwei? Kann das sein? Ja! Oh, das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Von jetzt an wird's härter. Nächste Frage. Achtung, jetzt ganz genau drauf achten und ich plapper nicht. Oh, das ist einfach. Von links kam niemand raus. Okay, die Zeit ist um. Von jeder Farbe, okay. So, wie viele Arme gab es zu sehen? Wir hatten vier Koopas, also vier. Goombas haben keine Arme. Ja, das war wieder ein bisschen einfacher. Die Antwort ist richtig. Ich kann nicht glauben, dass du schon viermal richtig geantwortet hast. So, jetzt reicht's aber. Genug mit den Spielchen. Jetzt stelle ich dir eine richtig schwere Frage. Nächste Frage. Okay, Achtung. Oh, die meisten kamen von der Mitte raus. Links und rechts jeweils ein roter Shy Guy. Drei Bomben, ein grüner Shy Guy und drei Koopas. Boah, viel zu merken. Okay. So, von welcher Sorte gab es drei? Was habe ich gerade gesagt? Koopas, oder? Oder Bob... Ne, Bob-Oms. Bob-Oms? Ja, Bob-Oms war richtig. Korrekt! Waren Koopas auch jeweils drei da? Ich fass es nicht. Du hast fünf meiner super harten Nüsse geknackt. Ich wurde geschlagen. Von Mario. Was für eine Schande. Ja, und jetzt mach schon auf. Statt hier rum zu eiern. Okay, dann gibt es hier einen Superpilz. Wir haben aber zu viele. Tja, was machen wir jetzt? Wir tragen nur noch Super-Items, also richtig gute Items. Was ist da? Honig. Ja, ich bin leider voll aufgeladen. Deswegen, hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich nicht aktiviert, sondern das vielleicht eher nach dem Kampf gemacht. Also die ganzen Power-Ups geholt. So, ich brauche jetzt wieder Hilfe von Bombette. Da hilft mir Goombario leider nicht wirklich weiter. Und deswegen gibt es die Powerbombe, denn die garantiert einen Sieg gegen die Knochentrocken. Und dann haben wir nur noch den gepanzerten Koopa. Und die Knochentrocken geben super viele Sternenpunkte, jeweils vier Stück. Wenn ihr die Möglichkeit habt und dieses Spiel ebenfalls spielt, besiegt so viele Knochentrocken wie möglich. Vielleicht hängt das auch davon ab, wie man sie besiegt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht kriegt man mehr Punkte, wenn man sie ganz besiegt, statt sie zu einem Knochengerümpel runterzuhauen. So, ja. Puh. Ja, wobei, ich habe ein bisschen Schaden genommen. Dann esse ich mal einen, damit ich einen wiederum mitnehmen kann. Ist nicht viel, aber jedes bisschen zählt. Wow, noch einer. Ach, nö. Mein Reaktionsvermögen war auch schon mal besser. Okay. In erster Linie sollte ich mich um den stacheligen Kumpel da kümmern. Aber je schneller ich die hier vorne besiegen kann, desto besser. Denn je näher die Gegner an Mario stehen, desto schneller muss ich reagieren. Und da finde ich es einfacher, immer die vorderen Gegner zuerst zu besiegen. Und in dem Fall ist sogar Goombario ausnahmsweise mal besser. Da ich es hier mit Gegnern zu tun habe, die man am besten mit Sprüngen besiegt. Mario kümmert sich dank des Stachelordens auch um den stacheligen Gegner. Und Goombario dann um den anderen Kollegen. Und Glück gehabt! Jeder Blütenpunkt zählt, würde ich sagen. So, wie schmeckt euch das hier? Ja, die stehen aber auch direkt auf. Das ist so die Besonderheit bei diesen Gegnern. Die bleiben nicht liegen. Aber wir können sie nach dem Umdrehen ja trotzdem noch treffen. So wie hier. Das macht schon viel Schaden, denn die Verteidigung der Gegner sinkt auf null.
Theoretisch könnte man das alles wirklich mal festhalten und sich alles aufschreiben. Das hätte ich jetzt als Kind gemacht oder habe ich teilweise sogar angefangen, nämlich mit Gumbario die Gegner gescannt und dann zu den Gegnern alles aufgeschrieben, wie viele Kraftpunkte sie haben, Verteidigung und dies und das. Und wer Lust hat, kann das gerne mal machen, sich so ein kleines Büchlein basteln, denn das ist viel charmanter, als das alles aus dem Internet einfach nachzulesen, nachzusehen. Denn, ja, die Listen existieren natürlich schon digital, aber sich das selber mal runterzuschreiben, finde ich immer ganz schön. So, da unten, ihr habt es gesehen, war Gelee Royale. Ich habe das mit Absicht nicht geholt, damit ich gegebenenfalls nochmal zurücklaufen kann. Einfach nur aufgrund dessen, weil meine Tasche voll ist. Deswegen lieber liegen lassen und gucken, wie es nach den Kämpfen aussieht. Wenn ich viele Blütenpunkte verbraucht habe, lohnt sich das. So, Lucky Lester. Theoretisch bist du gar nicht mal so schlecht, aber die Knochentrocken hier auf dem Feld sorgen dafür, dass ich sehr, sehr gerne Bombett einsetze. Ich würde sagen, Zeit für die Megabombe, denn nur so treffe ich auch den fliegenden Magikooper. Ja, was für ein Knall. Und das geht... Oh, der haut ab. Oh, Schwächling. Feige Nuss, so eine feige Nuss. Richtiger Angsthase. Ja, und der andere? Haut er auch ab? Nee, der kommt wieder. Okay. Gestreichelt. Wir haben ihn gestreichelt, um in den Kampf zu kommen. So, hi. So, jetzt. Drücke schnell die A-Taste. Da hauen wir die Gegner um. Oh, stimmt. Ich habe, warum auch immer, irgendwie knochentrocken statt gepanzerte Koopas gesehen. Da hat mir mein Auge einen Streich gespielt. Also, nicht nur mein Auge, sondern meine beiden Augen. Das kann auch böse werden. Na gut. Ich weiß gar nicht, wie viel bringt denn die Bombe? Wir gucken mal. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Besiegt auch beide. Okay, dann passt das. Dann wollen wir doch mal sehen, wer oder was stellt sich uns als nächstes in den Weg. Münzen einsammeln. Sehr schön. Und eine Tür. Ich könnte zurücklaufen wegen Gelee Royale, aber ich lasse das mal. Oh, wow. Ihr hört es schon an der rockigen Musik, an diesem Metaligem. Ja, diese gute alte Bowser-Musik. Die hatte noch was von Metal. Das ist heute gar nicht mehr der Fall. Finde ich stark. Ich selbst höre kein Metal, aber ich finde es immer cool, wenn es irgendwie zur Situation passt. So, auch ein cooler, auch wenn es nicht meins ist, auch ein sehr, sehr cooles Genre. Metal. Gibt es bestimmt einige, die hier Metal-Musik hören. Seid alle gegrüßt ganz herzlich. Sehr, sehr starke Sache. Okay, und... Ja, das war nicht schwer. Den haben wir schnell besiegt. Und schönes kleines Detail, im Hintergrund sieht man das Schloss. Das Schloss, das jetzt von Mario geknackt wird. Denn wir müssen natürlich die ganzen Toadies retten. So, und Kerkerschlüssel einmal aufgeschlossen. Tja, da hatte die Wache nichts zu lachen, würde ich sagen. Uiuiui, hier sieht's aber aus. Wenn ich gewusst hätte, dass etwas passiert, wäre ich mit Bürgermeister Pinguin wieder nach Hause gegangen. Ich wünschte, ich würde in Beaver City aufwachen und müsste nie wieder von dort weggehen. Ich träume jeden Tag von leckerem Fruchtsorbet. Kriegst du wieder. Mario, gut gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Ich kann nicht glauben, dass ich mich so einfach fangen ließ. Eine Schande. Ich wette, Prinzessin Peach wird streng bewacht. Bitte, du musst sie retten. Das werde ich. Oh Mario, danke, dass du gekommen bist. Es ist schön, dich zu sehen. Alle Gefangenen sind in der Festung verstreut. Deshalb sind hier nur wir vier. Sind die anderen in Sicherheit? Sag bitte nicht, dass wir die Einzigen sind, die du gerettet hast. Ich hoffe, dass sich bald wieder alles zum Guten wenden wird, damit wir uns alle wiedersehen können. Das wird es. Dies ist ein behelfsmäßiges Toadhaus. Unser Slogan lautet erfrische Körper und Geist. Ich weiß, es sieht nicht so toll aus, aber ausreichend Schlaf wird dich wieder auf die Beine bringen, ganz egal, wo du schläfst. Willst du dich ausruhen? Ja, das mache ich. Bitte ruh dich aus. So lustig, oder? Mario macht ein Nickerchen im Gefängnis. Ah, schön. Und aufwachen! Hast du gut geschlafen? Wie ein Baby.
Dann pass gut auf und geh. Viel Glück, Mario. Bowser hat keine Chance gegen dich. Ja, das will ich doch hoffen. Okay, raus aus dem Gefängnis. Das Gefängnis dient lediglich dazu, dass man sich hier auffrischen kann. Ich frage mich, ob sich irgendetwas ändert, wenn man die Toads hier nicht befreit. Also ob man irgendwie am Ende des Spiels, in der letzten Cutscene, im letzten Film, gewisse Toads nicht sehen würde. Was ja keinen Sinn macht, denn wenn wir Bowser besiegen, wird ja das ganze Schloss befreit. Wobei wir uns ja gerade nicht im Prinzessin Peach Schloss befinden. Das ist ja Bowsers Schloss. Das Schloss von Peach kommt ja erst noch. Das ist ja Teil des Ganzen. So, da geht's wahrscheinlich weiter. Deswegen möchte ich mal ganz kurz auf die andere Seite gehen. Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit noch einen Laden verpasst. Es gibt einen kleinen Laden, der von einem Gegner, glaube ich, sogar geführt wird. Und den habe ich verpasst, weil ich einmal in die falsche Richtung gelaufen bin. Oh wow, hier geht's aber auch weiter. Soll ich dann zuerst nach links oder nach rechts? Also, ein Weg führt uns weiter, der andere führt uns aber vielleicht zu einem kleinen, weiß nicht, zu einem besonderen Item. Einem besonderen Gegenstand. Zu irgendetwas Besonderem. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wo ich was verpassen könnte. Deswegen laufe ich jetzt erstmal hier nach links, da es hier Knochen trocken gibt. Und die spenden uns ja verhältnismäßig viele, viele Erfahrungspunkte. Kann also nicht verkehrt sein, nochmal hier entlang zu laufen. Jetzt. Und Powerbombe! Sehr gut. Besiegt alle Gegner, zumal der Magikooper ja vorher schon Schaden genommen hat. 10 Sternpunkte. Schön zu sehen, dass die Knochen trocken nach wie vor jeweils 4 Sternenpunkte geben. Und, oh, ich glaube, tatsächlich war das die richtige Wahl. Denn hier endet das Ganze auch schon, oder? Okay, verrückt. Und ihr seht, das fährt auch wieder herunter. Ich muss also Bombette einsetzen. Die aktiviert unten den Schalter. Ich fahr hoch, komm hier rüber. Und ein Ultrapilz. Okay, wow. Also, ist nicht notwendig, aber natürlich. Klare Sache, oder? Müssen wir nicht diskutieren. Der Ultrapilz ist natürlich bombastisch gut. Also, das ist der beste Pilz, den man hier in Paper Mario nutzen kann, den man haben kann. Der füllt 50 Kraftpunkte auf. So ähnlich wie Gelee Royale als Pendant dazu. Das füllt aber ja BP auf. Ultrapilz für KP, Kraftpunkte. Und Gelee Royale für BP, Blütenpunkte. Nun gut, was haben wir denn hier? Einen Hammerbruder oder zwei und einen Magikooper. Dann würde ich sagen Powerhüpfer. Dann fällt er eigentlich vom Besen herunter, oder? Und dann reicht eine normale Powerbombe von... Oh, okay. Oder ich besiege ihn einfach so. Mir soll's recht sein. Je schneller die Gegner besiegt werden, desto besser. Und Bombe! Ja, war nicht schlecht. Hat aber natürlich die Hammerbrüder nicht ganz so beeindruckt. Okay. Zum Glück konnte ich mich hier gut verteidigen. Und dann gibt es noch ein paar gezielte Sprünge. Nummer 1 wäre besiegt. Und der nächste folgt zugleich. Und das mit Hilfe von Bombette. Kapow! Nein, noch nicht besiegt? Oh, der hat mich mit keinem getroffen. Man muss dazu sagen, natürlich gilt ein Hammer als Treffer und zählt dann. Wenn einer nicht trifft, treffen alle 5, die hintereinander kommen, auch nicht mehr. War jetzt also nicht super viel Glück, dass mich gar kein Hammer erwischt hat, sondern einer hat mich nicht erwischt und dadurch hat mich keiner erwischt. Das nur mal für die Erklärung zum Spiel, wie das hier programmiert sein könnte. Hinter den Kulissen der Intelligenz der Gegner, der NPCs, wie man so schön sagt. Non-Playable Character oder Non-Player Character. Egal, genug fachgesimpelt, weiter geht es hier im Kampf. Hammerbruder schon mal besiegt. Ich finde die Hammerbrüder sogar gefährlicher als die gepanzerten Koopas. Und, oh, wow, wow. Da sieht man mal, was man alles schaffen kann, wenn man mal die Arme in die Luft streckt. Das kann nicht nur Son Goku, das können auch gepanzerte Koopas. Und besiegt. Ja, die
vergeben mittlerweile nur noch einen Sternenpunkt. Also ich hätte viel lieber ein paar Kämpfe gegen Knochentrocken. Aber ich will mich nicht beschweren, ich war sehr, sehr fleißig im Spiel. Ich habe gefühlt jeden Gegner besiegt, der auf mich zukam. Von daher habe ich auch sehr viele Werte aufrüsten können, aufbessern können. Ich könnte noch viermal die Kraftpunkte verbessern. Ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man alle auf das Maximum bringen kann. Aber ich könnte theoretisch, wenn das geht, noch viermal meine Kraftpunkte erhöhen. Und dann ist aber Schicht im Schacht. Also mehr Erfahrungspunkte oder Sternenpunkte kann ich dann auch gar nicht mehr sammeln. Nein! Oh! Du bist so eine feige Nuss, Magikoopa. Einfach abgehauen. Na gut. Dann haben wir hier, ach, nochmal so ein Rätsel, oder? Das erhöht ganz kurz die Plattform. Oh, beide sogar. Okay. So, dann setze ich hier Koopa ein und stelle mich hier drin. Ja. Springe schnell rüber. Und dann geht's weiter. Perfekt. So kommen wir an den Schlüssel. Und können somit auch den nächsten Raum betreten. So, jetzt volle Kraft voraus. Die nächste Schlüsseltür wartet auf uns. Und da bin ich mal gespannt, welche Herausforderung als nächstes kommt. Was erwartet uns hinter dieser Tür? Ein langer Gang. Ein Raum, der leer aussieht. Oh, das ist einer dieser Räume. Wisst ihr, was das für ein Raum ist? Alle, die Mario Brothers gespielt haben auf dem NES, die werden das Schloss kennen. Es gibt ein Schloss im Spiel. Da läuft man die ganze Zeit nach rechts und irgendwie kommt man nicht weiter. Es ist ein Rätsel. Man muss in einer bestimmten Reihenfolge laufen. Das heißt, man läuft geradeaus, dann läuft man mal die Treppe runter, mal hoch, mal oben den Gang durch. Und man muss den richtigen Weg finden. Das ist gar nicht so einfach. Ich könnte das jetzt ein bisschen... Oh, das war also falsch. Habt ihr gesehen? Wenn es falsch ist, dann komme ich wieder hier am Anfang heraus. Meine Aufgabe besteht darin, den richtigen Weg zu finden. Und das war wieder falsch. Okay, also wir müssen definitiv nach oben gehen. Und ja, je nachdem, wie lange ich brauche, da den richtigen Weg zu finden, werde ich das ein bisschen zusammenschustern, das Video, wenn ich dann im Schneideprogramm bin, im Schnitt. Aber schauen wir mal. Vielleicht liege ich auch ganz richtig. Sieht besser aus. Jetzt, glaube ich, zur Abwechslung mal wieder nach oben. Zurück muss man, glaube ich, nie gehen. Würde mich zumindest wundern. Denn sonst wird es ja noch komplizierter. Und jetzt vielleicht wieder runter. Und wo sind wir jetzt? Schon wieder in dem Raum. Wieder hoch? Keine Ahnung. Eieiei, vor allem sieht alles gleich aus. Gibt es einen Hinweis, wie man laufen muss? Oh, wir haben es geschafft. Wir sind durchgekommen. Super. Dann soll mir alles andere recht sein. Hey, komm mal hier rüber, ich habe eine Bombe. War ihm, glaube ich, gänzlich egal. Nun gut. Wow, so viel los. Powerbombe. Wobei, mach's lieber mal so. Das haut hier alle um. Und an der Stelle, glaube ich, werde ich mich lieber auf den Koopa fokussieren, da ich den ein bisschen gefährlicher finde. Oh, der ist... Okay, okay, der ist schon besiegt. Was kommt jetzt? Normaler Angriff und von oben, glaube ich, auch, oder? Ja. Ich glaube, die greifen normal an, wenn es keinen Gegner mehr gibt, den sie irgendwie verbessern können. Also von der Kraft. So, der hat aber noch die meiste Energie, deswegen kriegt der gleich eins auf die Mütze. Und... besiegt. Sehr gut, sehr gut. Zwei Punkte geben sie immerhin. Zwei Sternenpunkte. Und jetzt mit Bombett. Sehr toll. Und wieder besiegt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich denke, wir kommen auf jeden Fall noch zu einem Level-Up, bevor wir dann bei Bowser sind. Aber wir werden sehen, was noch kommt. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Tippt mal auf dieses Video. Da seht ihr, wie Peach zu Bowser wird. Warum auch immer. Bleibt katztastisch.